Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19 Road to Glory. Wir sind mal wieder bei Tour 5 Live. Es ist wieder ein False Count Anywhere Match. Ich habe ja gestern gesagt, ich werde nicht vorproduzieren, jetzt werde ich doch vorproduzieren. Was einfach daran liegt, weil ich mich am Montag mein neues Auto bekomme, weil ich am Freitag beim Eishockey bin, weil ich am Sonntag beim Eishockey bin, ich dann quasi eigentlich nur einen einzigen Tag habe, um quasi Folgen für 4 Tage aufzunehmen. Deswegen müsst ihr euch heute nochmal mit einem False Count Anywhere Match bei Tour 5 live zufrieden geben. Der Gegner ist Davey H. Ich bin sehr gespannt, was er für ein Rating hat. Habe so langsam das Gefühl, dass wir wirklich merken, dass das Spiel jetzt schon ein bisschen draußen ist, weil wir auch in letzter Zeit öfters gegen welche angetreten sind, die unser Ranking haben. Na gut, der H hat jetzt halt ein 73er Ranking. Sieht auch auf jeden Fall interessant aus. Hier ein moderner Kane, ein anderer Kane. Aber Alter, dieser Nacken, den er hat, das ist ja eine Mischung aus Brock Lesnar und Kane. Ich bin sehr gespannt, wie er sich mit seinen 73 hier schlagen wird. Hat auch nur einen Payback-Move, okay, das verstehe ich nicht so ganz. Hat aber schon 73er Ranking, von daher ist es etwas komisch. Aber wir lassen uns mal überraschen, wie dieses False Count Anywhere Match ausgehen wird. Wenn es schnell geht, wird es noch ein zweites geben. Wenn es ein bisschen dauert, dann bleibt es bei einem einzigen. Aber ich glaube auch bei False Count Anywhere Match, das hatten wir beim letzten Mal, wobei der Gegner ein gutes Rating hatte, die dauern eigentlich nicht, so lange. Schauen wir mal. Außer der Gegner ist halt gut. So, was haben wir denn hier? Wo ist er denn? Wo sind wir denn zu Hause? Hat er schon das Match verlassen oder was? Alter, wie groß der ist. Ist echt hier so ein... Guckt euch den Riesen mal an. Er lässt sich gerade hinrichten. Hat der keinen Bock? Komm, wir probieren einfach mal einen Pinfall. Nee, er kickt aus. Also er ist noch da. Er hat noch die Hand am Controller. Er macht nichts. Er hat nichts gemacht. Ihr habt bestimmt gehört, wie oft ich da jetzt auf X geslammt habe. Okay, er befördert mich erstmal nach draußen. Das sieht man schon ein bisschen. Der ist ja so groß. Und dann versagt er so kläglich. Oh, scheiße, Mann. So, wir haben jetzt keinen Reversal mehr. Das ist jetzt eigentlich nicht so cool. So. Okay, wir pushen uns gerade. Nein, nein, nein. Ausgerechnet der letzte, ey, wo nichts mehr passieren kann. Da setzt er sich durch. Alles klar, er schlägt den Ringrichter oder was? Er hat einfach den Ringrichter K.O. gehauen. Gib mir doch den Klüppel, Mann. So. So, jetzt haben wir unseren Signature. Home Run. So, erste Aufgabe, Griff. Ja, komm, wir lösen es lieber. Machen wir nur als nächstes hier. Machen wir mal einen Tisch hier freiräumen. Hoffentlich geht das gut. Ach, verdammt. Er lässt mich einfach fallen. Junge. Sollen das hier? Machen wir keine Speeränzchen hier mit mir. Ach nein, Mann. Kein Tischfinisher. Ich wollte auch den Tischfinisher zeigen. So, ich glaube, es gibt noch so ein Nebenziel für heute, dass man hier so einen Stuhl einsetzen soll. Das machen wir doch dann mal. Oh, er rollt sich rein. Ja, komm her. Er hat es natürlich jetzt richtig mies für ihn gelaufen. Komm, dann gehen wir halt wieder raus. Wenn er mit uns im Ring kämpfen möchte, gehen wir wieder raus mit ihm. Finde ich, ist eine bessere Idee.
Gib mir doch den Stuhl. Er glitscht fest, Mann. Er glitscht fest. Geht doch. Jawohl. So, machen wir das Ganze nochmal. Ah, shit. Lösen wir dann wohl doch mal. Aber er ist clever. Er verbrät die Dings nicht. Die Reversal. Auch wenn es ihm jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen wird. So, da gibt's die Zugabe. Schauen wir mal, ob das jetzt das Matchende wird. Ja, moin. Unvergesslicher Move. Wieso ist Maida jetzt K.O., Mann? Er pinnt ihn nicht. So, jetzt. Jo, und da ist der Erfolg für Hank von Valo. Ich würde aber sagen, das Match ging jetzt nicht so lang. Wir hängen noch eins dran. Dann haben wir heute mal wieder so eine Folge, die so 18 Minuten geht, denke ich. Außer wenn wir jetzt den absoluten Übertyp, der uns jetzt komplett zerstören wird, aber war, glaube ich, wirklich in Ordnung, das, was wir jetzt hier gezeigt haben. War ein guter Aufbaugegner. Mit 73, man hat das Rating schon gemerkt. So, dann schauen wir mal erstmal die Bewertung wieder rein. 4 Sterne waren es immerhin wieder. So, Belohnung haben wir 2-mal. Stufenaufstieg wieder 2 Stilpunkte. 90 Punkte, 100 Gruppen-EP, weil wir 2-mal den Stuhl draußen eingesetzt haben. Sichere dir Homerun 5-mal, 100 EP bekommen. Also das war doch ganz ordentlich, was wir hier abgestaubt haben. Wir nähern uns der Hall of Fame, Leute. Bald ist es geschafft. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein Ziel erfüllt. So, dann suchen wir nochmal den nächsten Gegner, ob da noch einer dabei ist für uns. Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt sehen wir gar nicht. Schläger. Ah, da, Level 47. Also, bald ist es geschafft. Ich denke mal noch so 3 bis 4 Folgen. Dann sollten wir doch da sein. So, Gegnersuche ist wieder abgeschlossen. Razer 88 ist unser Gegner. Dann schauen wir, was der Razer 88 für ein Rating hat. Ob wir gegen ihn bestehen können. Oder ob er jetzt hier der Ober-Hall of Fame ist. Ja, der arme Power Ranger hat ein 61er Rating. Aber finde ich witzig, dass unser Gegner ein Power Ranger ist. Finde ich cool. Er hat auf jeden Fall alle Boosts. Er hat XP-Boosts ordentlich. Ich muss eigentlich auch mal wieder diese Päckchen öffnen, wo wir XP-Boosts bekommen, weil dann geht es natürlich wieder noch ein bisschen schneller. Aber das mit dem Power Ranger ist immer mega geil. Hat auf jeden Fall sogar die gleiche Pose hier wie ich. Außer er hat die Hände ein bisschen anders. Er hat sie nach vorne geöffnet und wir haben sie ein bisschen zur Seite. Hank von Valo. Wenn ihr mit Hank von Valo spielen wollt, schaut mal in die Community-Inhalte. Hashtag Evoverse und Hashtag Evo2KTV. Dort findet ihr Hank von Valo, der von mir hochgeladen wurde. Als Alternative, weil ich irgendwie meinen Evo2K nicht hochladen kann. Ich weiß nicht warum. Mein Evo2K ist erstellt worden von mir. Ich kann ihn aber nicht auswählen und Evo2K hochladen. Keine Ahnung warum. Das Spiel wird es wahrscheinlich besser wissen als wir. Aber ich glaube, Hank von Valo ist bei euch sowieso beliebter mittlerweile. Es haben so viele gefragt, wann ich Hank von Valo hochlade. Es wurde sogar ein Hank von Valo erstellt. Grüße gehen raus an die Person, die das gemacht hat. Weil Hank von Valo so ein Kult bei euch entwickelt hat. Finde ich aber cool. Ich denke mal auch in WW2K20 dann werde ich auf jeden Fall auch eher schon von Anfang an mit Hank von Valo spielen. Und nicht mehr mit Evo2K. Weil das blöd natürlich ist, wir müssen jetzt erstmal dieses Gesichtsbemalung alles freischalten. Das haben wir von Anfang an nicht. Daher wird es vielleicht doch am Anfang nochmal Evo2K. Und dass wir dann wieder diesen Gimmickwandel machen, sobald wir die entsprechenden Teile freigeschaltet haben. Wie lange lädt das hier denn bitte noch? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja aus dem Spiel rausgegangen. So lange hat das noch nie geladen. Naja gut, dann würde ich sagen, ich warte einfach mal, bis das fertig geladen hat. Mach dann an der Stelle einen Cut. Und dann melden wir uns wieder, wenn das Match begonnen hat. So Leute, Danze is Beast ist unser Gegner. Ich bin sehr gespannt, wie er so aussieht. Ein 71er Rating hat er. Auf jeden Fall, er steht auf die Farbe lila und so. Er ist aber schon ein ganz exklusiver Typ. Was hat der dafür? Hat er so eine gelbe Bella-Bemalung da am Hals? Eigentlich schon krass aus, bin ich gleich mal gespannt. Oh, wie geil! Guckt euch mal unten, der hat so einen Bret Hart-Banner mit der Bret Hart-Brille. Ich will auch sowas haben. Wo kriegt man die her, Mann? Wo bekommt man diese coolen Banner her?
Das mit Bret Hart ist ja mal richtig geil. Das will ich auch haben. Ich habe so viele Teile da schon geöffnet, aber noch nie was freigeschaltet. Muss ich vielleicht auf dieses Mix-Ding mal gehen? Das sollte ich vielleicht mal probieren. Also wir sehen, ich glaube, das hat eben an der Internetverbindung vom Gegner gelegen, dass wir hier nicht hochgekommen sind mit dem Ladescreen. Hier scheint es jetzt zu funktionieren, aber von ihm hätte ich gerne das Entrance mal gesehen. Aber man kann ja nicht alles haben. So, dann schauen wir mal. Sind wir im Ring angekommen? Jo. Der Dan Matthews hier. Den schleudern wir erstmal hier wieder in den Ring zurück. Gibt's den Neckbreaker? Ja, moin. 9%. Oh, er kontert. Und ich kann nicht kontern, Mann. Ich kann nicht kontern. Immer dieser Reversal-Kram da. Ein einfacher Move kann nicht gekontert werden. Beziehungsweise wird von ihm gekontert. Aber das macht er jetzt gut. Das macht er jetzt richtig clever. Nehmen wir False Count Anywhere hier, man. Oh, der hat gesessen. Ech, ekelhaft. So, einfach mal umgerannt. Aber er scheint wirklich clever zu spielen. Oh, verdammt. Jetzt geht's für mich gegen die Treppe. Der ist gut. So, jetzt aber. Oh, der war wichtig. Jetzt hat er zwar hier seinen... Lässt er sich's gefallen, ja. 72%, aber ja, 64%, das ist echt nicht schlecht. Oh, er hält mich fest, er hält mich einfach mal fest. Da kennt er nichts hier. So, bisschen hier wieder die Backen beraffen. Ich glaube nicht, dass wir den Signature noch hinbekommen. Mach den lieber im Ring, weil da funktioniert der wenigstens, den ich haben will. So, sitzt. Hat er wahrscheinlich gedacht, ich hau jetzt sofort drauf. Habe ich aber nicht. Den Gefallen habe ich ihm nicht getan. Warum macht er das dauernd? Achso, der hat Comeback. Nein! Ja gut, das Schöne ist, aber das kostet ihn jetzt. So, Comeback von ihm ist auf jeden Fall zerstört worden. So, Suplex. Nein! Scheiße! Das ist jetzt richtig mies für ihn gelaufen. Der hatte keine Ausdauer mehr. Tja, das hat er jetzt ein bisschen verkackt. Wie er einfach mal 97% hat. So, gibt's mal den F5. Er ist aber gewaltig geflogen jetzt. Gucken wir mal Pinfall, ob der erfolgreich ist. Jo, das war's. Hank von Valo setzt sich also gegen Danse Is Beast durch. Aber der hat einen guten Eindruck hinterlassen. Hat mich jetzt eigentlich auch gewundert, dass er nicht mehr rausgekommen ist. Er hat wahrscheinlich da zu viel rumgedrückt. Und zu viel Sachen verbraten, was er nicht hätte tun sollen. Na gut, dann gehen wir mal ins Menü zurück. Ich denke mal, das wird vielleicht ein 2,5-Sterne-Match gewesen sein. Mehr gebe ich der ganzen Sache jetzt nicht, weil es war ja dann doch von der Spannung her nicht so wie das, was wir da vorgesehen haben. Oh, 3,5 Sterne. Okay, das überrascht mich jetzt tatsächlich. So, haben wir 250 EP. Alles klar. Und dann sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und ich kann wieder nur sagen, dass ich mich dafür bedanke, dass ihr heute wieder reingeschaut habt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, jeden Tag eine neue Folge von der Karriere um 12 Uhr, um 14 Uhr Road to Glory, um 16 Uhr das Community Universe, das Evoverse. Kommt gerne mal auf meinem Discord-Server vorbei, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, der Link zu meinem Twitch-Kanal. Lasst gerne mal einen Kommentar da oder schreibt mir auf Twitch, ihr könnt mich doch privat anschreiben. Ist auf jeden Fall deutlich besser als die Kommentare in YouTube, weil da geht immer sehr, sehr viel unter, weil einfach zu viel geschrieben wird. Und wenn ich da mal den ganzen Tag nicht reingucken kann,
dann komme ich auch mit dem Beantworten der Sachen nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall würde es mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen würdet, euch das Ganze hier Spaß macht, ihr Teil meiner Community werdet, wäre eine coole Aktion von euch, würde mich sehr freuen. Ich bin jetzt raus, bedanke mich nochmal fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.